Yo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu eurer zweitäglichen, ich hoffe doch mal zweitäglichen Portion Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. In der letzten Folge haben wir irgendwelche komischen Metalle gefunden, sind weiter durch die Lande gestreift, haben uns über Lydias Schminkverhalten aufgeregt, obwohl die vielleicht gar keine Schminke hat, sieht doch so ein bisschen so aus, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht haben die damals irgendwelche Naturalien verwendet, um sich zu schminken. Natürlich gab es das nur mit Bären und all so einem Kram. Aber bevor ich wieder in so einen absoluten Laberfluss verfalle, laufe ich lieber mal weiter, denn wir haben ja eigentlich ein Ziel, Rifton oder Rifton. Wie auch immer ihr das haben wollt. Und mir ist ja immer noch so ein bisschen mulmig hier durch die Gegend zu laufen, weil das natürlich so einen totalen Kontrast zu allem darstellt. Ist nicht wirklich sonnig, ist nicht wirklich beschneit, es ist einfach nur neblig und voller Spinnen. Und das ist natürlich absolut nicht geil, finde ich. Und ich weiß nicht, was uns hier so im Endeffekt erwarten wird. Ich gucke nochmal so kurz auf die Karte, spick mal drauf. Der Weg ist natürlich noch relativ lang. Hier unten bekommen wir einen ziemlich großen See zu Gesicht. Da werden wir jetzt gleich ankommen. Vielleicht schwimmen wir auch einfach nach Riften. Und dort sollen wir dann mit Brionjolf sprechen. Brionjolf. Ist auch ein toller Name, ne? Also, so nicht bestimmt mal mein Kind. So lauter nordische Namen. Obwohl, seit ich Skyrim spiele, habe ich es eh mit nordischen Namen. Finde ich irgendwie extrem cool, diese ganze nordische Kultur natürlich und alles drumherum in Skyrim. Also alle Rassen sind sehr, sehr interessant. Beziehungsweise alle Kulturen, alle Traditionen und so weiter und so fort. Aber da interessiert man sich doch schon so ein bisschen für diese alten Wikinger-Sachen, ne? Und für den Björn, der Björn ist ein wirklich schöner Mann, groß gebaut, schlank und muskulös, der Björn. Ich kann das nicht so wirklich, ne? Also gerade eben vor allem kann ich es nicht so wirklich, weil entweder bin ich in meinem, ich laber wirklich nur Scheiße und verstelle anderen meine Stimme fluss drin, oder ich bin in meinem, ich laber andauernd nur Scheiße und verstelle dabei nicht meine Stimme fluss drin. Was zwischendrin gibt's nicht, ne? Das kann man sich hinten reinstecken, ne? Guck mal, wie wir da haben. Packe ich mir jetzt mal die Heilung weg. Das könnte ja als offensiv empfunden werden. Und da sind erstmal Schönwetterhof haben wir entdeckt. Hier ist gar nicht Schönwetter. Ist ja voll die Verarsche. Wer ist denn das hier? Hallo. Was gibt's denn? Ärger oder so? Nee. Ich wollte eigentlich hier mit dieser Dame reden, die da so schön den dreckigen Boden kehrt. Was natürlich total viel Sinn ergibt, auf Erde zu kehren. Aber egal. Dravin Lanit. Wer in Azuras Namen seid ihr? Was ist mit eurem Bogen geschehen? Habt zwar keine Ahnung, wovon mein Hauptcharakter hier spricht, aber ich frag einfach mal nach. Vor ein paar Tagen sind Diebe aus Rifton hier eingebrochen und haben ihn gestohlen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie haben unseren einzigen Wertgegenstand mitgenommen. Wenn ihr den Mumm habt, zum Rattenweg zu gehen und meinen Bogen zurückzubringen, zahle ich euch so viel ich kann. Na, ich brauche keine Bezahlung, aber ich habe schon lange keine Nebenquest mehr gemacht, deswegen möchte ich das gerade ganz schön einfehlen, denn ich werde sehen, was ich tun kann. Es wäre schön, ihn wieder zurückzuhaben. Er bedeutet mir sehr viel. Ja, das kann ich verstehen. Ein Bogen, damit kann man kuscheln, damit kann man einschlafen. Der befindet sich irgendwo unterhalb von Rifton. Er dürfte nicht schwer zu finden sein. Okay, sie, dann gucke ich mal, wo das ist. Dann machen wir jetzt erstmal die Nebenquest. Wir haben schon lange keine Nebenquest mehr erledigt. Irgendwann muss das doch mal wieder erledigen. Eine Nebenquest? Ich rede schon wieder viel zu schnell und viel zu viel. Verschiedenes. Hier, beschaffe Dravins Bogen. Ja, jetzt Moment mal. Ich dachte, das wird mir markiert. Du voll... Hallo. Irgendwie habe ich das nicht drauf mit dem Markieren. Hier auf Karte anzeigen. Enter. Aktive Quest wählen. Jetzt wird mir das mal angezeigt. Ja, wundervoll. Also wir müssen ja eh nach Rifton. Deswegen ist das ja nicht so das Problem jetzt hier, aber ich werde wirklich mich jetzt erstmal darum kümmern, zu diesem Rattenweg zu gehen und mich erstmal nicht groß in der Stadt umzuschauen. Wir kommen jetzt zwar einfach mal an. Spontan. Oder ist das irgendwie Hinterweg? Ich kann ja auch einfach mal rumschwimmen. Komm, wir machen mal eine Schwimmpartie. Wir schwimmen viel zu wenig. Wir benutzen viel zu viele offizielle Wege, meiner Ansicht nach. Da kann man schon mal so einen schönen... Ich habe mir das irgendwie so ein bisschen größer vorgestellt, das Ganze, aber naja. Hat tatsächlich gerade so was Wikinger-mäßiges, ne? Da hat mich gerade eben meine vorherige Vermutung nicht getäuscht. Das sieht schon nach den ganz klassischen... Hey, hey, Wiki. Hey, Wiki, hey. Sieht das aus? Also nach klassischen Wikinger-Schiffen mit Libellen, die da durch die Gegend fliegen. Ne, richtig, ganz klassisch. Und ich werde jetzt noch nicht nach Rifton reingehen oder nach Riften. Das heben wir uns vielleicht für die nächste Folge auf, je nachdem, wie lange diese Quest jetzt dauern wird. Ich vermute eigentlich fast nicht allzu lang. Na, du kleiner Fuchs, Herr DK, wie geht's? Das ist echt schlimm, ich habe vor die Fuchs-Assoziationsprobleme, seit Herr DK da seine ganzen Fuchs-Avatare in die Gegend streut. Rattenweg. Ach, ist das sogar ein Riften drin? Ich vermute es sogar fast, ne? Halt! Zurücktreten. Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Ja, sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt muss ich da drum rumlaufen, oder wie? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Gesindel! Mein Gott. Ja, könnt ihr mir in meinem Fall nicht eine Ausnahme machen? Nein.
Ihr könnt das Nordtor benutzen. Toll. Oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Kann ich dich nicht bestechen? Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Ansonsten haben wir nichts zu bereden. Ja, ansonsten haben wir nichts zu bereden. Kein Interesse an sozialen Kontakten hier. Dann renne ich halt um die ganze Stadt einmal rum und wir sind doch durch die ganze Stadt, bevor wir die Quest erledigen können. Mann, jetzt dachte ich hier, ich mache so einen Spannungsbogenaufbau, dass die nächste Folge voll gehypt wird, weil wir da in eine neue Stadt gehen. Und das ist ja bestimmt voll interessant für euch alle. Aber nö. Hier ist das Nordtor, oder wie? Da komme ich rein. Nee, das ist einfach nur so ein Abstelltor. Vielleicht kommt er doch bald Tor, versteht er, als Tor. Tor kommt ans Tor mit seinem Hammer, der... Ach, lass doch einfach die Flachwitze mal weg. Verdammt. Hey, immer kommt der außer Puste. Und das will Nord sein, ja? Eine durchtrainierte Kriegsmaschine. Hier, Pustekuchen. Wo ist denn jetzt das... Alter, das ist so stressig, ne? Ganz ehrlich. Warum ist dieses dumme Tor versperrt? Wegen irgendwelchen Dieben sehe ich so aus. Das packe ich das nicht. Ja, wahrscheinlich schon, wenn ich nach 20 Metern mal aus der Puste falle. Das haben die wahrscheinlich gesehen, wie ich da rangerannt kam und irgendwie 5 Meter vor dem Tor halb zusammengeklappt bin, weil ich keine 2 Meilen laufen kann, ohne dabei abzuschnaufen, als hätte ich gerade eben den größten Asthmatikeranfall von ganz Himmelsrand. Hier komme ich rein, oder? Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Boah. Wofür ist denn diese Steuer? Was für eine Besuchssteuer? Das hat man doch nur in keiner Stadt bisher. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Naja, das ist eindeutig Erpressung. Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Also die Wachen hier sind ein bisschen freundlicher, das finde ich ganz cool. Auch Jäger? Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Kommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum, der sich im Rattenweg herumtreibt. Ich glaube, die Diebesgilde war doch auch eine Quest, die mir empfohlen wurde, so grundsätzlich. Also ich trete ihn jetzt natürlich erstmal in den Arsch, weil ich immer den guten Menschen helfe. Aber mal gucken, vielleicht erledigen wir die noch. Wir haben ja den ganzen Spielraum jetzt frei und wir haben ja schon extrem viel in der Hauptstory gemacht in den letzten paar Folgen, deswegen... werde ich jetzt schon mal so ein bisschen mehr wieder in die Nebenquest-Richtung gehen. Jedenfalls mal in dieser Folge machen wir einen ganzen. Also sehr schön, aber ich möchte bitte gerade keine Informationen zu, ich habe was zu tun. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Halt's Maul! Alter, wie kann man dem Typen den Namen Maul geben? Und warum reden die im Hintergrund schon wieder so dumm rum, dass nachher niemand mehr versteht, worum es hier geht? Ich habe keine Angst vor euch. Das ist die falsche Antwort. Warum? Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Wer sind die Schwarzdorn? Seid ihr irgend so ein komischer, perverser Schmuddelfilmchen-Clan? Ach egal, die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ja, fürs Scheiße labern bist du anscheinend auch der richtige Mann, Maul. Da hat dir wohl deine Eltern einen ziemlich beschissenen Namen gegeben. Und ich weiß auch warum, weil du selbst beschissen bist. So, Moment. Was mache ich denn jetzt am besten? Schmutz, ja. Ich bin auch nicht gerade eben sauber. Huiuiuiui. Dann seid ihr noch dümmer, als ihr ausseht. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. Hey, ihr. Kommt her. Ich will mit euch reden. Ach so, Moment mal. Haltet euch aus den Angelegenheiten der Schwarzdorn-Familie raus. Noch eins der ungezählten Opfer dieses Krieges. Hier, bitte, ihr Armer. Ach, Moment mal, der hätte den Edelstein identifizieren können, oder wie? Ja, so ein Käse aber auch. Und jetzt habe ich den irgendwie so... Och, Manno. Naja, mal gucken, ob sich das irgendwie nochmal regeln lässt. Die Konsequenz nehmen wir jetzt einfach mal hin, ohne irgendwas neu zu laden. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich dachte, ich kann mit meiner Redekunst... Ich bin ja ziemlich geizig in Skyrim, weil ich mir irgendwann mal was ganz Tolles kaufen will. Bestimmt gibt es irgendwo mal ganz tolle Waffen, aber ich glaube, das Beste kriegt man eh durch Schmieden. Was für die eigentlich? Ist ja jetzt auch egal. Ich wollte ja eigentlich die Quest erledigen gehen. Eure ständigen Ausflüchte satt. Oh, hallo Lydia. Das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig. Also hier gibt's viel zu tun in dieser Stadt. Eine Stadt voller Konflikte, die vor allem auf die Diebesgilde hervorzukommen sind. Eine Stadt, die, glaube ich, auch so ein bisschen in der Armut steht, habe ich das Gefühl. Ist das hier der Rattenweg? Oder ist der Brunnen der Rattenweg? Hallo, Moment, gib mir mal die Karte hier. Ich gehe mal direkt auf die Stadtkarte, Umgebungskarte, so. Und... Oh, ist der da? Grüße, geschätzte Kunde. Darf ich euch mal das ist Schmuck zeigen? Ah, guck mal hier, das ist ja sogar dieser tolle Björnjolf. Aber eigentlich will ich doch gar nicht mit dem reden, ich will doch den Bogen wieder beschaffen. Gut, dann quatschen wir halt erstmal mit dem Björnjolf.
Oh, ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in Riften untergetaucht ist. Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Ja, aber meine Ohren von Leuten, die mich andauernd zulabern, kann man das mal ausschalten, mein Gott. So. Lasst mich ihn erst finden, Drachen sind schlecht fürs sich Geschäft. Eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Also ich red nachher mal mit dem, ich hab grad, ich wenn bin... Ihr bin auf ein Alter, ich bin asozialst überfordert gerade eben, ne, das ist echt ein bisschen kacke. Oh. Dann könnte ich es wohl schlechter treffen. Es ist ja schön hier mit Gesellschaft, aber ich bin gerade ein bisschen überfordert von euch ganzen Leuten, die an mich ranbaumeln, wie solche blöden... Ey, halt doch einfach mal die Klappen. Ich weiß, dafür gibt's... Zu Besuch in ist das der da? Im Tem- Hallo. Von Mara sind alle willkommen. Nee, ist wahrscheinlich da drin, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Irgendjemand hat den Bogen. Er lernt im Nu das Wissen ganzer Bibliotheken. Nee, lass mal. Oder lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Darf ich euch einige edle Waren aus Morrowind zeigen? Bla bla bla. Ihr seid neu in der Stadt, was? Hier, die hat das wahrscheinlich, oder? Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Nee, nochmal Klappe halten, bitte. Ey, wo ist denn das jetzt? Ist das die? Guten Tag. Nee, die? Boli ist irgendwo in der Nähe, um die Armen mit seinem Unsinn über Mara zu beglücken. Grüße, geschätzter Kunde. Ich bin gerade irgendwie... Ist das... Jetzt halt doch mal... Ach, das ist da unten drunter, ne? Ist der Rattenweg. Jetzt verstehe ich das Ganze. Man muss da unten drunter laufen. Das da oben ist nur, da wird irgendwie Zeug verkauft. Ist wahrscheinlich auch irgendwie halb gestohlen. Aber mir interessiert das schon. Es ist sehr verwirrend, die Stadt hier. Also ich glaube, hier werden wir viel Zeit verbringen. Hab ich auch mal Lust drauf. Wir sind sehr wenig in Städten bisher gewesen. Da, guck mal, da leuchtet es ja auch schon so toll. Da kann ich einfach jetzt reingehen, öffnen Tür. Blablabla, bla, bla, haltet alle die Klappen. Ich versau's mir jetzt gleich mal mit der Diebesgilde. Wer hat denn Bock auf Diebe, Mann? Das ist wirklich... Also das geht gar nicht, ne? Einfach mal so Eigentum klauen. Mach mal nicht, mach mal kaputt. Hallöchen! Was? Nicht so. Ich wollte nur mich ankündigen. Spontan. Ist hoffentlich okay. Nicht? Schade, dann muss ich mal meinen Bogen rausholen. Hallo. Los, weiter! Zack! Einmal hier, zack. Also möglicherweise verkacke ich es mir gerade eben echt mit der Diebesgilde und ihr kotzt alle schon ab, weil ihr euch so denkt, das kann er ja nicht machen, das geht ja voll nicht in Ordnung. Ich dachte, er macht die Diebesgilde-Quest. Aber, was ich da an dieser Stelle erwähnen möchte, wenn es halt so kommt, wie es gerade eben kommt, ne, dass ich mir halt denke, hey, ich möchte gerade eben diese Quest machen und dass diese Quest dann irgendwie eine andere ausschließt, dann kann ich das natürlich nicht verhindern und mache das so, wie ich das machen möchte. Und grundsätzlich sind wir Diebe jetzt auch nicht so sympathisch, also ich hätte das vielleicht gemacht, weil ihr es wollt. Aber ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß gerade nur, dass ich irgendwelche Leute umbringe, die vielleicht relevant sein könnten für irgendeine Quest. Aber ist jetzt auch egal. Was ist los mit Verstecken? Wir holen dem Mann jetzt einfach seinen Bogen zurück, ne? Ich habe da jetzt gerade eben Lust drauf. Ich bin ein Mann von Recht und Ordnung. Und wem das nicht gefällt, der denkt falsch von der Welt. Also das könnt ihr ja wohl nicht wirklich hier irgendwie als Kritikpunkt dann anbringen, ne? Ich habe da immer so ein bisschen Bammel vor, weil es natürlich Leute gibt, die Skyrim viel besser kennen als ich. Aber bedenkt bitte, ich spiele das ab jetzt wirklich blind. Das heißt, ich mache die Quests, die mir Spaß machen. Und wenn ich dadurch irgendwas verkacke, dann verkacke ich es halt, ne? Das ist ganz klar. Aber ich denke, die Leute, die jetzt noch dabei sind, sind da schon kulant genug, um das inzwischen schon verstanden zu haben. Super, da habe ich mich mal wieder jetzt völlig umsonst verteidigt, weil es wahrscheinlich irgendwie niemand auf... Oh. Oh, guck mal, da steht jemand. Den können wir vielleicht mit dem orkischen Bogen mal schön... Euch vor mir nicht verstecken. Taugenichts, das ist ja auch ein toller Name. Fast so toll wie Maul. Komme ich da eigentlich durch? Nee, komme ich nicht, ne? Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Ich spring da jetzt einfach mal runter. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Wow! Alter, das ist ja voll scary. Was hatten die für ein Face? Krass, das hat mich gerade eben echt so ein bisschen... Alter, das hat mich gerade übelst erschrocken, ne? So, tschüss. Ist immer noch schön, wie oft er auf einmal eine Kopfnuss machen kann. Warum auch nicht? Und die hat ja auch Gold dabei, die junge Dame hier. Und jetzt, wo wollte ich denn eigentlich... Wo geht's denn hier rennen? Da geht eine Tür auf. Ja, hallo? Also, geht's hier eigentlich noch mit diesen asozialen Fallen? Ist ja ein Gewölbe. Ich glaube, wir werden ja viel Zeit verbringen. Und warum läuft da schon wieder Öl auf dem Boden aus? Oder Essig oder was auch immer. Ist Julia eigentlich noch bei uns? Nö, die... Alter. Tio und die Faust. Ich mach mal kurz den Quick Save, ne? Hallo, Faust. Du bist eine Faust, oder? Ja, jetzt ist eine Faust mit einem Stahlkriegshammer im Popo. Handschuhe des Faustkämpfers. Das ist ja mal richtig geil, was man hier kriegt, ne? Das ist ja Hammer. Ich will doch eigentlich nur seinen Bogenbären fallen auf den Boden, ja geil.
Ich will doch eigentlich nur diesen dummen Bogen wiederfinden. Das kann doch nicht so 8 Jahre und 10 Meilen dauern. Ich dachte, dass wir kurz reinrennen, ein paar Dieben das Handwerk leeren und fertig. Das sieht ja mal auch geil aus hier. Wow, das sieht ja richtig geil aus. Auch die Lichteffekte. Und Blut auf dem Boden ist natürlich auch... Das ist der Brunnen, oder? Und auch dieser Monarchfalter, den ich einfach mal einpacke, so spaßeshalber. Das sieht ja mal richtig krass aus. Ist das verzaubert oder sowas in die Richtung? Ich weiß es nicht. Das ist doch bestimmt der Brunnen der Stadt. Ja, natürlich. Ich dachte nämlich schon, dass da unten irgendwas ist. Das sah nämlich schon so irgendwie so ein bisschen verdächtig aus. Ich hab da so ein Auge für, ne? Und wenn hier was tot auf dem Boden liegt, heißt das, dass hier irgendjemand in der Nähe ist, der Dinge töten kann. Und da gibt's Lesen der Bettler. Taschendiebstahl haben wir verbessert auf 18, aber ich bin ja eh kein Dieb. Ich bin brav und lieb. Ich bin kein Dieb. Ich bin brav und lieb. Ab geht's in die zersplitterte Flasche. Vielleicht hätte man das auch so machen können, dass man die Diebesgilde-Quest anfängt und dann den Bogen. Das sieht mir alles viel zu groß aus. Wo bin ich da reingeraten, verdammt nochmal? Ich verstehe es nicht so ganz gerade. La 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 la. Hallo? 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 Ey, Lydia, wo sind wir da wieder rein? Der greift uns noch nicht an. Da drüben sitzen zwei Typen, die sind uns wahrscheinlich auch böse gesinnt, denke ich einfach mal. Man könnte hier natürlich auch rein, oder ist das einfach nur so... Ich packe jetzt mal das erstmal weg, das ist ja eine Kneipe, ne? Ja, schau mal einer an, uns greift niemand an. Okay, das sieht so aus, als hätten wir uns... Egal, was ihr wollt, ich will's nicht hören. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Ja gut, wir schauen uns auch nachher hier um. Ich will jetzt noch den Bogen holen und dann bin ich gleich wieder weg, ne? Also das scheint so, vielleicht geht die Diebesquelle-Quest doch. Also wir können jedenfalls immer noch hier in diesen Pub reingehen, das ist gar kein Problem. Soldat der Talmo? Was haben denn die Talmo jetzt hier schon wieder? Was haben denn die Talmo hier jetzt schon wieder verloren? Bin ich in irgendeinem Gewölbe gelandet, wo die Quest abläuft? Was mache ich denn? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, dass ich andauernd irgendwas mache, was ich glaube ich nicht machen sollte. Bin mir sogar ziemlich sicher. Hallo, böser Zauberer, ey, da geht das sowas geht nur auf den Keks, ne? Richtig auf den Mittel. Aber gut, wenn das hier die Quest ist, ne, und ich die nachher erst bekomme, dann mache ich das halt so, dass ich jetzt schon mal so ein bisschen aufräume. Und dann, halt nachher hier einfach nur noch durchlaufen muss und irgendwas holen bestimmt. Oder vielleicht mache ich die Quest jetzt auch im Voraus, ich weiß es nicht, Leute, ey. Ich bin einfach zu gut für das Spiel, habe ich so das bisschen das Gefühl gerade eben. Und ich trinke jetzt auch mal alles weg, was ich hier so da habe. Ein paar Tomaten können nicht schaden, ne? Ich könnte auch mal einfach kochen oder so, aber nee. Warum denn auch? Bier und Aldo-Wein, so, zack. Bier und Aldo-Wein, da geht noch ein bisschen mehr rein. Ah, komm! Ich werde euch brennen sehen, stirb! Du Sockgesicht, du Mieses! Und ich schaue mich danach natürlich auch noch so ein bisschen ausführlicher um, weil gerade eben haben wir sehr viel übrig gelassen. Ach, hallo. Was hat denn der für eine geile Klinge, Alter? Komm, ich zieh mal richtig ab. Ja. Boom! Ihr seid nichts als ein Tod. Hat er gerade eben noch geredet, während er gestorben ist? Finde ich auch immer gut liegen, recht witzig. Der hatte gerade eben so ein richtig geiles Teil hier rumliegen. Ist das irgendwo hingeflogen? Der hatte voll die geile Waffe, fand ich. Ist weg. Sieht so ganz so aus, als wäre es weg, ne? Es sieht so aus, als wäre es weg. Und hier geht es dann... Ach, ich renne einfach durch, ne? Komm. Ne, Moment, ich renne gerade völlig in die falsche Richtung. Das ist nicht so gut. Es geht wieder nach da hinten hin. Und nach da hinten hin geht es in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind irgendwie in einem Lager der Talmo gelandet, wo wir gar nicht hin wollten, haben vielleicht die halbe Diebesgilde umgebracht und naja, wir fucken sowieso gerade eben ganz Skyrim ab, deswegen ist mir das vollkommen wurscht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich sag tschau, tschau, und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Badam.